Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video noch zur Gamescom 2018 mit Biomutant. Ein Action-Rollenspiel des schwedischen Entwicklers Experiment 101 wird vertrieben von THQ Nordic und das Spiel ist knuffig. Ich habe es also auf der Gamescom, wie gesagt, angespielt gehabt. Ne? Wir spielen so, ja, ich sag mal, irgendwie so einen Waschbären. Einen mutierten Waschbären, nennen wir es einfach mal in der Third-Person-Perspektive. In einer Welt voller mutierter Tiere und wir müssen zum Anfang erstmal, ihr seht es, ich habe es extra im Video auch ausführlicher gemacht, ein kleines bisschen ausführlicher, euren Charakter generieren und das alleine hat schon große, große Auswirkungen auf eure Stats, denn seid ihr eher dick, seid ihr gut resistent, aber nicht so flink unterwegs und vice versa. Also all das ist wichtig, die Farben sind mega geil, finde ich. Ich habe mir jetzt hier gerade schöne Farben ausgesucht, also die Charaktergenerierung macht auf alle Fälle schon mal richtig Spaß. Das Kampfsystem selber ist so eine Kombination aus Nahkampf- und Fernkampfangriffen und auch das macht richtig Spaß. Soll ja eher so Richtung Kung-Fu-Spiel gehen, kann man sagen, der Kung-Fu-Waschbär. Wie gesagt, aber wir haben auch die Fernangriffe dazu, Schwerter, Pistolen und wir können auch natürlich während des Kampfes die Waffen wechseln. Man kann nach links, rechts, hinten ausweichen, springen und Level Up haben wir natürlich auch, können unsere Attribute verbessern, um dann neue Angriffskombinationen freizuschalten. Wir können aber auch so neue Angriffe erlernen durch Interaktionen mit verschiedenen Charakteren in verschiedenen Gebieten. Und wie gesagt, das Ding macht einen Mörderspaß. Das Ding macht echt einen Mörderspaß, was ich gleich vorwegnehmen kann. Die deutsche Synchro, oder besser gesagt, die deutschen Erzählerstimmen hätten sie rauslassen sollen. Die sind emotionslos, abgelesen, langweilig, überflüssig. So muss man sagen, dann lieber rein Englisch, bevor ich dieses Deutsch habe. Muss man leider so sagen, ist ganz, ganz schade. Da haben sie es versemmelt an der Stelle, aber vom Gameplay selber, ich habe jetzt natürlich nur diesen einen Level gespielt, der hat aber wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch verzweigte Storylines, wo wir ja die Sache ein bisschen beeinflussen durch unsere Entscheidung, wie es weitergehen soll. Ist einfach großartig, ne? Wir sind ein Biomutant, der von einer Naturkatastrophe getroffen wurde, ne? Als giftiges Öl aus dem Erdinneren hinaufströmte und den Baum des Lebens verschmutzte. Der Baum hat halt 5 Wurzeln, durch die er der ganzen Welt halt Leben gibt und wir müssen nun den Baum des Lebens retten. Das ist unsere Aufgabe dabei und ich bin gespannt. Sommer diesen Jahres, also Sommer nächsten Jahres, sorry, natürlich 2019, im Sommer soll es soweit sein. Ich denke, eine Menge Arbeit haben sie noch vor sich. Das erste Gameplay, wie gesagt, super. Sprache aus Ausgabe, ganz, ganz, ganz schlecht, aber viel, viel Spielwitz. Also ganz, ganz viel Spielwitz. Also ich musste ein paar Mal lachen, also es war einfach nur geil gemacht. Und deswegen sollten wir für Biomutant auf alle Fälle die Augen offen halten, meine Meinung. Hat euch dieses kleine Video hier gefallen? Lasst den Daumen da, richtig, den nach oben gereckt, das freut den Goodie sehr. Und ansonsten abonniert natürlich auch gerne den Kanal mit Glocke aktiv, verpasst ihr hier dann nichts Neues mehr. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.